Herzlich willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, diesmal in der Kategorie Interview. Es gibt wieder ein Interview, ich habe einen Gast hier und zwar Nadine. Nadine ist Referendarin an unserer Schule und ist fleißige Podcast-Hörerin und hat sogar auch die Fortbildung bei mir besucht zu den 4 Modulen, also ist absoluter Insider. Nadine, willkommen in meinem Podcast. Ja, hallo Jenny, vielen Dank für die Einladung und auch hallo an die Hörer draußen. Ja, sehr schön, dass du heute hier bist, weil du was Unglaubliches mit uns teilen wirst, wofür ich total dankbar bin. Vielleicht die kurze Geschichte dazu. Ne? Nadine ist seit ungefähr einem Jahr Referendarin bei uns an der Schule und ist aber, also ich bin nicht ihre Mentorin, sie ist mit anderen Lehrern Deutsch und Geschichte da zusammen. Und wir haben immer so eine Vorbereitungswoche, ihr kennt das sicherlich auch. Und ich musste noch etwas mit deiner Mentorin absprechen und habe euch in eurer Besprechung gestört. Und bin dann... war dann im Raum und habe über deine Schulter geluschert und konnte deine Stoffverteilungsplanung sehen. Und das Tolle war, dass ich gerade in den Ferien auch daran gearbeitet habe, auch für euch ein System zu entwickeln, ein Programm zu entwickeln, wo ihr ganz leicht Stoffverteilungspläne mitschreiben könnt. Und ich war so begeistert, Nadine, von dem, was du da geschrieben hast, dass ich gesagt habe, ich muss dich unbedingt im Podcast haben. Du musst den Hörern erzählen, was du da machst und wie du das machst. Und jetzt bist du hier. Ja, jetzt bin ich hier und es freut mich natürlich, dass das bei dir und auch bei meiner Mentorin so viel Anklang gefunden hat, denn für mich war das eigentlich eine ganz simple Geschichte, die mir die Strukturierung des ganzen Jahres erleichtert hat und die möchte ich jetzt gern mit euch teilen. Ja, das ist schön. Erzähl mal kurz, wie hast du vorher geplant? Hast du jemals anders geplant oder? Ja, natürlich. Wenn man ins Referendariat geht, dann hospitiert man ja zuerst und übernimmt dann einzelne Stunden, was für mich der Horror war, denn es war so auf Zuruf und hatte alles so einen Vertretungsstundencharakter. Und natürlich hatte man den Unterricht vorher gesehen, aber eine einzelne Stunde ohne Reihe zu planen ist für mich auch heute noch wirklich anstrengend, weil die Zielgerichtetheit nicht da ist und weil ich ein sehr prozessorientierter Mensch bin. Hm. Dann bekommt man einzelne Reihen übertragen und das war für mich schon sehr viel entspannter, wenn die dann vorbereitet ist. Gerade zum Ende hin habe ich mich dann freigeschwommen und das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Das haben die Schüler auch gemerkt. Hm. Aber ich habe dann für mich auch schon gemerkt, am Ende einer Reihe, wusste ich nicht genau, wie es weitergeht, mache ich jetzt mehr Geschichte, mache ich mehr Deutsch und so weiter. Und dann wurde ich wieder nervöser und wusste nicht genau, Gott, was mache ich denn jetzt danach? Und dann kam es eigentlich so zu einem kleinen Mini-GAU im Deutschunterricht der 7. Klasse letztes Jahr. Das Jahr hatte noch 4 Wochen. Ich hatte die Exkursion abgezogen, noch 6 Blöcke Zeit und der Stundenplan war durch. Wir hatten alles abgearbeitet aus dem Rahmenplan. Ah. Und meine Mentorin sagte, ja, dann probieren Sie doch was aus. Und das war mein Horror. Einfach so etwas ausprobieren, ohne Plan, das ist gar nicht meins. Ja, und dann hast du gesagt... Okay, das muss ab nächstes Schuljahr anders werden. Ich möchte anders planen. Genau, ich bin ja jetzt im eigenverantwortlichen Unterricht und ich wusste schon genau, ich hatte 2 Ziele. Zum einen, ich möchte nicht am Ende plötzlich Leerlauf haben. Mhm. Zum anderen ist in Geschichte genau das andere Thema. Wir müssen mit bestimmten Themen durch sein am Ende der 10. Klasse, gerade für Schüler, die nicht ins Abitur gehen. Ja. Und es geht einfach nicht, dass ein Schüler die Schule verlässt, ohne bisher was von der EU gehört zu haben. Mhm. Wenn man das Jahr nicht vorweg geplant hat, ist es aber so, dass man meistens im Zweiten Weltkrieg stecken bleibt. Das heißt, die BRD, die DDR und auch die EU gehen komplett flöten. Und das ist nicht mein Anspruch. Ich möchte hinten raus alles geschafft haben. Und das erfordert eben, dass man vorher schon weiß, wie viel Zeit habe ich eigentlich. Ja, ja. Und was ich so interessant finde, ist, dass man eigentlich oftmals am Anfang seiner Unterrichtskarriere genau das unterschätzt, Planung. Man sagt sich, naja, ich fange erst mal damit an und dann gucke ich mal, wie weit ich komme und dann mal sehen, was dann als nächstes passt. Und als ich für mich entdeckt habe, und ihr wisst ja auch, wie ich plane, ne, mit Evernote und so weiter, als ich für mich entdeckt habe, dass mir das so hilft, diese Strukturen zu haben und eben zumindest zu wissen, ich habe jetzt 3 Unterrichtsreihen noch offen
getroffen und ich habe mir dann immer so den nur gesagt, okay, bis dann und dann muss ich ungefähr fertig sein mit dem und dem und habe meine Klausuren gelegt, aber ich habe es nie richtig verschriftlicht. Also ja, teilweise in einigen Kursen, wenn das Jahr besonders knapp war. Aber ansonsten habe ich es oftmals auch eher laufen lassen. Ich habe immer alles geschafft, weil ich dann auch geguckt habe, weil ich eben wusste, ne, ungefähr so und so viel Unterrichtsstunden brauche ich für die Reihe, weil ich sie ja in Evernote geplant habe. Aber was ich jetzt angefangen habe, und deswegen bin ich dir so dankbar, ich habe wirklich Woche für Woche geplant und kann deshalb genau sagen, wann schreibe ich welchen Test, wann schreibe ich die Klausuren, jede einzelne Klausur. Und ich weiß, in manchen Bundesländern ist es auch notwendig, dass man das immer den Schulleiter vorlegen muss. Das ist bei uns nicht so. Wir haben schon viel Freiheit, ne? Dann erzähl doch jetzt mal von diesem Mysterium. Vielleicht sind jetzt einige schon ganz neugierig geworden. Wie hast du deine Stoffverteilungsplanung aufgebaut? Und ja. Also so mysteriös ist das Ganze gar nicht. Es handelt sich dabei um eine einfache Excel-Tabelle. Oder in Numbers. Kann man das auch? Ja, natürlich. Genau. Ich als Windows-User nutze Excel. Und da habe ich mir das aufgeteilt. Und zwar habe ich erstmal die Wochen eingetragen, wann wir tatsächlich Schule haben und die Herbstferien, Winterferien, Weihnachtsferien etc. schon mit eingetragen, sodass ich gesehen habe, wann ist eigentlich tatsächlich Unterrichtszeit, wie viele Wochen habe ich Zeit, bis ich irgendwo einen Punkt machen muss. Habe dann daneben auch geschrieben, die Tage von Montag bis Freitag. Da möchte ich später eintragen, wann ich tatsächlich in der Klasse bin. Denn ihr kennt das, gerade im zweiten Halbjahr ist donnerstags frei und das ist freitags frei und der Montag fällt weg. Und dann sieht man gleich, aha, obwohl keine Ferien sind, hier fallen Wochen für mich weg. Da kann ich nicht arbeiten. Und eigentlich hätte das kommende Schuljahr 39 Schulwochen. Und nachdem ich das gemacht habe, und ich erzähle es euch jetzt mal am Beispiel der 10. Klasse in Geschichte, hatte ich nur noch 34 Doppelstunden. 34 Doppelstunden klingt unglaublich wenig, wer den Rahmenplan kennt. Und so kann man sich dann rückwärts quasi langhangeln und sagen, okay, ich muss vom Ende des Zweiten Weltkriegs, jetzt in diesem Fall bis zur EU kommen, folgende Schwerpunkte möchte ich setzen. Dann lege ich mir die EPAs und den Rahmenlehrplan daneben und gucke, okay, was muss ich eigentlich tatsächlich machen? Und plane danach erstmal Einheiten. Die Einheiten, das mache ich aber noch auf dem Nebenzettel, plane ich dann mit Schwerpunkten, was muss unbedingt gemacht werden. Beim Ende des Zweiten Weltkriegs möchte ich natürlich den besonderen Charakter des Zweiten Weltkriegs diskutieren. Das kommt auf jeden Fall festgesetzt. Ja. Und schon habe ich so die ersten Punkte und sehe, aha, hier ist eine größere Einheit, hier ist eine kleinere Einheit, wo brauche ich mehr Platz, wo kann ich vielleicht auch etwas raffen. Und dann ist für mich als Referendar auch immer noch meine Bemerkungsspalte ganz, ganz wichtig, wo ich zum einen eintrage, wozu kann ich einen Test schreiben? Und da sehe ich dann auch gleich sofort, aha, lohnt das sich überhaupt für eine Einheit, die wirklich nur zwei Blöcke bestanden hat, überhaupt einen Test zu schreiben? Oder kann ich da nicht lieber eine Stundenarbeit einsammeln? Mhm. Und zum Zweiten schreibe ich mir da auch methodisches Vorgehen mit rein. Ich kann in dieser 10. Klasse eben noch nicht Quellen so analysieren, wie ich es gerne im Abitur später machen möchte, wenn ich mit denen noch keine Operatoren besprochen habe und was der Operator tatsächlich fordert. Das heißt, das muss irgendwo in meinen Bemerkungen schon mal aufgetaucht sein, damit ich es später abrufen kann bei den Schülern. Ja, und so füllt sich dann die Tabelle und am Ende hat man einen Stoffverteilungsplan auf zwei Seiten für ein ganzes Jahr Geschichte. Ja. Und das Interessante ist ja bei Geschichte, und das geht mir auch mit Deutsch so, man darf ja die Chronologie nicht verletzen. Ne? Und was ich zum Beispiel dann auch mache für Religion, weil da ist ja die Chronologie im Grunde genommen egal, dass ich wirklich auch gucke, wo passt die kürzere Einheit vielleicht besser rein, weil dann nach den Ferien die neue Einheit beginnt. Ganz genau. Also man muss dann eben nicht über Ferien hinweg noch eine Einheit ziehen. Und das hilft mir dann auch einfach zu sehen, wo habe ich überhaupt die Blöcke, die ich brauche für diese Einheit. Ne? Genau. Und bei mir hatte das wiederum, da schwenke ich jetzt mal zu Deutsch, den Vorteil, dass ich ja in diesem Jahr auch meine Prüfungen ablegen muss. Und ich weiß genau, was ich gut kann und was sich anbietet für eine Prüfung. Und dann ziehe ich natürlich die Einheit in den Prüfungszeitraum. Ja. Bei Geschichte ein bisschen schwieriger, weil man die Chronologie nicht
vernachlässigen darf. Aber in Deutsch ging das ganz easy und das hat mich jetzt schon, sage ich mal, beruhigter ins Jahr steigen lassen. Ja, ja, absolut. Nichts ist schlimmer. Also wirklich, merkt euch, dass ihr, wenn ihr noch im Referendariat seid, guckt, was möchtet ihr auch gerne unterrichten in eurer Prüfung, weil nichts ist schlimmer, als wenn man dann auf einmal bei einem Thema angelangt ist, das einem irgendwie so gar nicht liegt und wo man kein gutes Gefühl hat. Ich meine, klar, man muss es später eh alles unterrichten, aber für die Prüfung kann man sich ja, oder muss man es sich nicht unnötig schwer machen, um es mal so zu formulieren. Ne? Immer taktisch arbeiten. Genau, richtig. Und dann hast du im Grunde genommen die verschiedenen Spalten, die sich dann füllen und wo du einen ganz tollen Übersicht hast, dann im Grunde genommen auf einen A4-Seite bei einem zweistündigen Fach wie in Geschichte passt es genau auf zwei Seiten, 39 Wochen mit den Ferien, die sind dann immer grau hinterlegt. Da könnt ihr eure Lieblingsfarbe nehmen. Ja, grün für Freiheit. Nein. Was ich dann auch toll fand, also nicht nur für die Klausur und die Testplanung. Ich bin dazu übergegangen, ich hatte andersrum gesagt, ich hatte vor 3 Jahren mal den Fall, dass ich meine Klausuren und meine Tests nicht so genau geplant habe. Und auf einmal stand ich da und hatte in einer Woche irgendwie 2 Klassenarbeiten und einen Test liegen. Und dann muss das natürlich auch schnell wieder zurückgehen. Und dann habe ich mir geschworen, das passiert dir nicht noch einmal. Und habe dann wirklich angefangen, die Klausuren und die Tests so zu planen, dass ich auch Zeit habe, um mal auszuspannen und eben nicht alles in einer Woche sich befindet. Das könnt ihr natürlich ganz anders machen. Also es gibt auch Lehrer, die sagen, sie möchten lieber alles eher konzentriert auf wenige Wochen haben, lieber dann 2 Klassenarbeiten, dann sind sie durch und dann haben sie mal 2 Wochen gar nichts oder 3 Wochen gar nichts. Aber für mich war das nichts. Ich wollte immer mal eine gleiche Verteilung haben. Ist bei dir auch so, Nadine? Das geht mir genauso. Also genau. Ich bin ein Mensch, mir ist mein Feierabend heilig. Ja. Und wenn ich von anderen Referendaren höre, so, ja, nach Mitternacht mach ich auch gar nichts mehr, denke ich mir, oh Gott, Mitternacht, da schlafe ich schon 2 Stunden. Ja. Ich mache also lieber jeden Tag ein bisschen, aber das ist typenabhängig. Genau, ja. Und was ich dann mache, ist, dass ich wirklich mir das Schuljahr auf einer A4-Seite ausdrucke, gibt es auch Vordrucke im Internet und da hat man das gesamte, also eigentlich so ein Jahr auf 2 A4-Seiten, das eine Halbjahr und das andere Halbjahr und was ich dann wirklich mache, ist mir die Ferien erstmal rauszustreichen und dann die Klausuren alle einzutragen und auch größere Projekte und so weiter, wo ich weiß, ich habe mehr Korrekturarbeiten als jetzt für einen kleinen Test oder so, dass ich einfach sehe, gibt es hier irgendwo ein Ungleichgewicht, muss ich irgendwo gucken, dass ich eine Reihe doch nochmal verschiebe, um dann mehr Zeit zum Durchatmen zu haben und eben nicht das alles konzentriert auf die Zeit vor Weihnachten oder nach Weihnachten oder ne, was ja auch für die Schüler ganz schlimm ist, wenn das sich alles so auf so Zeiträume konzentriert. Ne? Genau. Genau. Und und ich, also wenn ihr, ich hab jetzt auch mit der Vorlage von Nadine geplant und das Tolle ist, Nadine ist da bereit, die Vorlage auch mit euch zu teilen. Also wir können die hochladen. Und ich muss sagen, für mich war sie Gold wert. Ich habe wirklich komplett damit geplant. Ich habe das Programm, was ich entwerfen wollte, was in den Ferien angefangen hatte für euch, eigentlich über Bord geworfen und fand das jetzt so toll und habe damit geplant, habe meine ganzen Klassen durchgeplant und innerhalb wirklich von auf wenigen Stunden, liegt aber auch daran, dass ich alles schon in Evernote natürlich die Strukturen schon stehen und was ich nicht mache, du hast ja noch die Themenspalte, die fülle ich für mich nicht aus, weil ich weiß einfach, bei Evernote habe ich so und so viele Notizbücher, das heißt so und so viele Doppelstunden oder Einzelstunden und dann plane ich im Moment nur die Einheit und bei Thema schreibe ich mir im Moment noch hin Test oder Klausur oder Einzelarbeit, die ich einsammle und was ich dann auch mache, ist, dass ich bei Bemerkungen dann hinschreibe, ob vielleicht ein Teil der Klasse nicht da ist, weil ich habe zum Beispiel auch Kurse, wo wirklich mehrere Klassen in einem sind, also in Religion ist das so, habe ich teilweise 4 verschiedene Klassen drin und dann ist es schon wichtig zu wissen, okay, die Klasse ist da gerade im Praktikum oder auf Klassenfahrt, also habe ich nur die Hälfte des Kurses, kann dementsprechend eben auch keine Klassenarbeit oder sowas schreiben. Also ihr könnt auch selber das für euch abwandeln, ihr könnt das auch gerne ändern und wir lassen das wirklich frei, wie ihr das dann auch umbenennen wollt.
Und ja, und man sieht wirklich ganz toll auf einen Blick, wie so das Jahr aussieht. Und es gibt einen auch Ruhe und Gelassenheit. Ne? Ja. Ja. Jetzt ist es ja so, dass du das für dieses Schuljahr uns rausgibst, für Schuljahr 2017, 2018, jetzt mit den Daten natürlich von MV, von Mecklenburg-Vorpommern mit den Ferien. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz einfach. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wie Referendare oder Lehrer jetzt aus anderen Bundesländern das ganz einfach ändern können. Ja, das funktioniert im Wesentlichen ganz einfach. Man ändert die Datumsspalte, zieht seine Ferien einmal rein, also entweder über Zellen einfügen oder Zellen löschen. Ja. Und ich mache es immer so, dass ich die Ferienzellen dann einmal verbinde und einmal komplett drüber schreibe Herbstferien, sodass ich gar nicht auf die Idee komme, dass da irgendetwas anderes sein könnte. Ja, ja, und mehr ist da gar nicht zu tun. Ja, also nur, man muss wirklich nur die Daten vorne in der Datumsspalte ändern. Genau. Und also die Wochen bleiben ja eigentlich gleich. Ihr habt ja nicht einen anderen Tag Montag als wir hier in MV, aber es geht halt um die Ferien, die sich verschieben können. Ne? Genau. Und dass ihr da einfach noch auch Zeilen einfügen könnt oder ne, wie ihr das halt möchtet. Das macht vor allen Dingen auch Sinn, wenn man mehrere Doppelstunden in einer Woche hat. Genau. Und wirklich jedes einzelne Stundenthema auch in die Tabelle einfügen will. So habe ich das auch bei Deutsch gemacht. Da habe ich ja zwei Doppelstunden pro Woche und dann hat natürlich jede Woche bei mir auch zwei Zeilen. Ja. Bei dir nicht, das weiß ich. Genau. Bei mir macht das aber mehr Sinn, weil ich manchmal natürlich auf dem Dienstag eine Einheit beende und auf dem Freitag eine neue anfange. Genau. Ja, ja. Ja. Ja, ich versuche das immer wirklich ferienmäßig zu machen und versuche dann wirklich noch eine Einheit irgendwie zu strecken, was Schönes noch mit reinzubringen und dann lieber die andere Einheit ein kleines bisschen kürzer zu machen. Also das ist irgendwie für ja, irgendwie schön. Aber wenn es so ist, also ich bin da jetzt auch nicht so streng, das heißt auch nicht, dass ihr so streng sein sollt, wenn ihr krank werdet und es verschiebt sich was, passt es einfach an. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Ich habe euch in der letzten Folge in den Routinen ja auch gesagt, dass ich immer zum Halbjahr meine Stoffverteilungspläne nochmal überarbeite, wie ich sie in mein Schulplan.de angelegt habe oder wie sie eben auf dem Papier bei mir angelegt sind. Und da könnt ihr dann auch nochmal Sachen ändern, wenn ihr irgendwie nicht zurande gekommen seid, merkt, die Klasse braucht da noch ein bisschen mehr Zeit, um das zu verstehen. Überhaupt nicht schlimm, das ist nichts Statisches, um Gottes Willen, sondern das ist eine Orientierungshilfe. Ne? Ganz genau. Und es ist jetzt auch nicht so, dass meine Mentoren drauf gucken und sagen, oh, sie hängen da aber eine Woche hinterher. Es ist ja mein Arbeitsmittel, es muss für mich passen und es muss mich im Wesentlichen entspannen. Ja, genau. Mhm. Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn man jetzt da stehen hat, meinetwegen in der Woche ist die Reihe beendet und in der nächsten Woche fängt die erst an und wir sind aber schon eher dran und fangen schon eine Stunde vorher an und das ist überhaupt kein Problem, genau. Mhm. Ja, wir haben jetzt eigentlich schon ganz viel gesagt, auch zum dazu, wie Vorteile sind. Kannst du vielleicht noch mal so die drei wichtigsten Vorteile, die deine Vorlage vereint, noch mal nennen? Also zum einen kann ich wirklich, wenn ich es vorne, also ich habe für jede Klasse einen Hefter, wenn ich das vorne mit drin habe, ich kann immer sagen, ach, ihr geht da doch noch mal auf eine Exkursion, die erst später angekündigt wird. Ah. Ich muss noch was schieben. Ja. Ne? Das ist für mich einfach leichter, als wenn plötzlich irgendetwas fehlt. Zum Zweiten, und das habe ich jetzt in den ersten Wochen gemerkt, gibt es der Klasse, und ich stehe ja jetzt auch vor neuen Klassen, sehr viel Vertrauen. Wir haben das Gefühl, okay, da steht eine vorbereitete Person, die weiß, was sie tut. Ich könnte jetzt theoretisch fragen, was machen wir am 3. Mai? Und die wüsste haargenau, welches Thema dran ist. Das entspannt die Schüler und das nimmt auch den Druck einfach aus den ersten Stunden heraus. Auch aus den letzten Stunden, wenn man dann feststellt, scheiße, ich habe noch zwei Reihen offen und es ist nicht mehr genug Zeit da. Ne? Richtig. Also, denn gerade in Geschichte, wenn es ein Lehrer Wechsel gab, kommen die Schüler sehr verunsichert und haben, zumindest ist das bei zwei Klassen jetzt von mir so, die haben alle das Gefühl, ihr Vorwissen reicht nicht. Mhm. Und ich kann sie total entspannen und sagen, wir steigen da ein, wo ihr ungefähr seid, wir werden bis dann und dann einen Puffer haben, bis dahin sind wir alle auf dem gleichen Stand und ihr werdet am Ende alle den Lehrplan erfüllt haben. Mhm. Wenn ihr natürlich mitarbeitet. Na, das ist vorausgesetzt. Und das entspannt die Schüler. Das ist ein unglaublicher Vorteil. Genau. Ja. Und noch eine dritte Sache, noch einen dritten Vorteil. Wir haben jetzt lass uns nochmal überlegen. Die Schüler sind entspannt. Das ist das Wichtigste, oder? Ja, das bringt einen einfach mal im Unterricht nur Vorteile. Ja. Und tatsächlich ist es auch so, dass meine Mentorin, zumindest in Geschichte, hat das jetzt probeweise auch mal ausprobiert in diesem Jahr. Toll. Und
gibt das jetzt auch an die Fachkollegen so ein bisschen schön. Weiter, so dass der dritte Vorteil wahrscheinlich ist, dass das in meiner Bewertung positiv ankommt. Obwohl du ja sowieso bei uns sehr, sehr angesehene Referendarin bist mit deinem Wissen und deiner Kompetenz und wie du eben auch strukturierst. Das jetzt ist nicht, oute mich nicht als Streber. Nein, aber das ist wirklich, das ist sehr auffällig. Und da bin ich auch noch mal, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass, also es gibt da eigentlich zwei Seiten. Zum einen würde ich gern so einen kleinen Aufruf starten an die Lehrer. Guckt über die Schultern von euren Referendaren oder von den jungen Kollegen allgemein, muss ja nicht unbedingt die Referendaren sein, von euren jungen Kollegen, die bei euch an der Schule sind, und lernt von denen und nehmt Ideen dankend auf, so wie ich das jetzt auch gemacht habe. Ne? Ich 3 Wochen lang überlege ich, wie ich ein Programm aufbauen kann zu Excel und euch das geben kann zur Stoffverteilungsplanung, und dann kommt Nadine um. Du hättest in 10 Minuten fertig sein können, genau, mit der Vorlage. Und sie hat so eine tolle, ne? Und deswegen ganz wichtig, guckt über die Schultern von euren jungen Kollegen und holt euch Inspiration und fragt nach. Und die haben oftmals auch so tolle Ideen und so, denken auch nochmal ganz anders, als wir, die vielleicht schon länger auch im Schuldienst sind. Ne? Und aber auch, und das finde ich so schön, an dir, Nadine, bitte an alle Referendare, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, sondern geht auch auf Kollegen zu und teilt gerne das, was ihr an Ideen habt, und denkt nicht, nur weil ihr in der Ausbildung seid, hört euch keiner zu oder ist das nicht wichtig genug, was ihr habt an Ideen, oder ist das nicht gut genug, sondern teilt das und geht gerne mit euren Kollegen auch ins Gespräch und sagt, Mensch, ne, das oder das würde mir jetzt noch fehlen, wie kann man das noch einbauen oder so, ne? Also, dass ihr einfach auch gemeinsam Sachen weiterentwickelt, das fände ich so wichtig und schön. Ne? Also wirklich arbeitet zusammen, guckt, was macht der andere Kollege, unterhaltet euch darüber, wie ihr euch gegenseitig helfen könnt, und dann selber auch entspannter in eurem Unterricht zu sein. Genau. Was jetzt noch unbedingt ganz wichtig ist, geht gerne auf die Homepage, auf www.unterrichtsfreie-zeit.de, auf den aktuellen Blog-Eintrag, und ladet euch die Vorlage herunter. Also ich werde die jetzt als Numbers und als Excel-Version hochladen, und ihr könnt die anpassen, wie ihr das möchtet. Ihr könnt auch gerne nochmal Rückfragen stellen. Ich leite die gerne an Nadine weiter, falls es da Probleme gibt. Und dann können wir euch auch garantiert helfen, falls es irgendwas... Aber das ist wirklich, es ist kein Hexenwerk. Ne? Es ist eigentlich ist es simpel, aber genial. Ja, also ich bin ja auch ein chronisch fauler Mensch. Deswegen mag ich ja alles, was mir Zeit spart. Ja. Und ich habe diese 15 Minuten investiert, um einmal die Vorlage zu bauen. Und dann ist natürlich das Befüllen dieser Vorlage, das ist natürlich eigenes Hirnschmalz, das da rein muss. Das kann dann keiner abnehmen, richtig. Mhm. Aber das Schöne ist ja auch, es kann über die Jahre halt wachsen. Ne? Und ich habe es jetzt wirklich so gemacht, dass ich in einer Excel-Datei in den verschiedenen Tabellen, Excel-Tabellen, die Klassen habe. Also ich habe wirklich die Übersicht dann unten, also bei Numbers ist es ja unten oder oben, bei weiß ich gar nicht. Unten. Genau, und dann klickt man einfach durch und hat in einer Datei die ganze Stoffverteilungsplanung für 2017, 2018, so heißt es bei mir. Und alles schön übersichtlich. Auch eine Datei, die man schön an die Schulleitung weiterleiten kann, wenn da irgendwie Fragen bestehen. Ganz, ganz einfach, genau. Ja, also wir laden die hoch, die Vorlage, könnt sie gerne nutzen. Und ja, ein wichtiges Anliegen haben wir noch, bevor wir uns jetzt hier verabschieden. Und Nadine weiß schon, wovon ich rede. Es gibt nämlich wieder eine Fortbildung von mir über das IQMV. Und das ist jetzt für alle interessant, die aus Schwerin und Umgebung kommen. Ihr könnt euch nämlich kostenlos anmelden, falls ihr das Thema Organisation, Ressourcenorientierung, also alles, was hier in dem Podcast ist und darüber hinaus noch einmal praxisorientiert erfahren wollt und vertiefen wollt, dann seid ihr in der Fortbildung goldrichtig. Die wird über das, also es wird mehrere Termine geben. Der erste Termin, der ist im Oktober. Ich habe jetzt das Datum vergessen. Es war Mitte Oktober, 13.10. Ich glaube 13.10. oder ja. Guckt einfach auf die
Homepage vom IQMV und unter Fortbildungen, da ist diese Fortbildung normal gelistet unter meinem Namen und Jenny Brandt und unter dem Thema Ressourcenorientierung, also organisiert und ressourcenorientiert durch die unterrichtsfreie Zeit oder durch die Lehrer, durch den Lehreralltag heißt das. Und könnt ihr mich persönlich kennenlernen und mit mir zusammenarbeiten, eure Organisation verbessern, noch ressourcenorientierter durch den Lehreralltag zu kommen. Und ich kann das nur unterstützen, denn je früher man damit anfängt, desto leichter ist das, glaube ich. Ja. Und ich habe nicht alles von dir übernommen, aber vieles, und das erleichtert mir den Alltag auf jeden Fall. Und das soll es ja auch sein. Es soll ja ein Angebot sein. Ne? Und was mir auch ganz wichtig ist, dass wirklich, schreibe ich in dieser Fortbildungsreihe auch ganz, ganz hoch, die Praxisorientierung. Also ich möchte, dass ihr nach jedem Modul, nach jeder Fortbildungsveranstaltung mit einem fertigen Programm, mit einer fertigen Ausführung von dem Thema, das wir bearbeitet haben, nach Hause geht und wirklich was in der Hand habt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und sucht mich da gerne über das Portal, wie gesagt, kostenlose Fortbildung. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder, persönlich, im Oktober. Gut, das war's für heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr konntet etwas davon mitnehmen. Probiert das gerne aus mit der Stoffverteilungsplanung. Sagt auch gerne, teilt das bei Facebook, wie ihr bisher plant, ob ihr vielleicht anders plant und da gute Erfahrungen gemacht habt. Also nutzt die Facebook-Gruppe Unterrichtsfreie Zeit. Und Instagram und so weiter könnt ihr uns gerne folgen. Facebook könnt ihr gerne Unterrichtsfreie Zeit folgen. Und dann sagen wir Tschüss, oder? Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ja. Tschüss, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine tolle Unterrichtsfreie Zeit. Bis bald. Tschüss, eure Jenny.